Hey meine Lieben, hier meldet sich wieder eure treulose Tomate, die aktuell ganz, ganz wenig Zeit hat, also richtig wenig Zeit hat für YouTube. Deswegen nutzen wir diese wenige Zeit für eine Stalking-Legung. Wir schauen heute wieder in die Gedankenebene, Gefühlsebene und Handlungsebene eines Gegenübers. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich hole mir gleich wieder die Karten ab und dann starten wir gemeinsam in die Legung. Bis gleich. Interessant, interessant. Sehr schön. Ihr Lieben, ich habe gefragt in der, für die Gedankenebene, wie oder was denkt er über dich? Dann in der emotionalen Ebene habe ich gefragt, wie oder was fühlt er für dich? Und die Handlungsebene natürlich, was ist sein nächster Schritt? Was sind seine nächsten Schritte in deine Richtung? Und wir haben hier eine sehr, sehr coole Energie, denn ihr habt eine gewisse Vorgeschichte miteinander. Spür dich da bitte rein, was da bei euch der Fall war. Also es kann sein, dass ihr zusammen wart und dann getrennt wart. Ja, dass es sich hier um einen Ex-Partner handelt. Kann sein, dass jemand hier in den Rückzug gegangen ist. Zwischen euch war eine gewisse Art von Pause. Also Trennung auf realer Ebene oder emotionaler Ebene. Irgendwas war hier, was nicht so wirklich gepasst hat. Das wiederum geht jetzt in eine neue Richtung, in die Offenheit, in das Erwachen. Und ja, ihr Lieben, wir haben hier ganz, ganz viel Neuanfangsenergie, neue Richtungen, die Erwachensenergie und für euch beide innerhalb dieser Seelenverbindung. Starten wir einfach mal mit der Gedankenebene, als ich gefragt habe, wie oder was fühlt er für dich? Da haben wir genau diesen Schmerz der Pause, diesen Schmerz der Trennung mit drin. Der Schmerz darin, obwohl diese Situation offensichtlich notwendig war. Entweder für dein Gegenüber, für dich oder für eure gemeinsame Verbindung. Also was auch immer hier in der Zwischenzeit geschehen ist, innerhalb dieser Pause, innerhalb dieser Trennung, innerhalb dieser Distanz, war absolut notwendig, damit hier etwas überhaupt geschehen kann, die Energie sich wandeln kann, die Gedanken sich transformieren können, die Gefühle wahrgenommen werden etc. pp. Er denkt hier ganz klar über einen Neuanfang nach, beziehungsweise Neuanfang auch in Richtung, dass alte Dinge nicht mehr so gemacht werden, wie sie vorher gehandhabt wurden. Ja, also je nachdem, wenn er zum Beispiel, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, wenn er jetzt in gewissen Situationen so oder so reagiert hat. Das wird sich ändern. Hier kommt eine feste Richtung rein. Oder vielleicht kann es auch sein, dass er dich hingehalten hat. Ja, also eine ganz blöde Sache, aber er konnte sich da einfach nicht entscheiden. Vielleicht will ich jetzt mit dir zusammen sein, will ich nicht mit dir zusammen sein. Ja, ich habe keinen Überblick über meine Gefühle oder sonstiges. Das geht alles raus. Hier geht es in die Öffnung und das Warum ist auch eine ganz interessante Sache, denn wir sprechen ja immer gerne über Zeichen. Ja? Die Zeichen des Universums, die Zeichen im Innen, die Zeichen im Außen. Und genau diese Zeichen liegen hier nämlich auch, wo er direkt drauf blickt, konfrontiert wird mit diesen Zeichen und überhaupt keine Ausflüchte mehr erfinden könnte. Ja? Das sind, kennt ihr diese penetranten Zeichen? Du willst eigentlich von der Sache überhaupt nichts mehr wissen, hast dich komplett losgesagt davon oder sonst irgendwas. Und dann hast du überall an jeder Ecke diese Konfrontation. Egal, ob du beim Einkaufen bist, egal, ob du gerade bei deiner Freundin Kaffeeklatsch hältst, ob du mit deinen Eltern dich unterhältst oder sonstiges oder ein Lied im Radio hörst oder irgendwelche Autokennzeichen siehst. Zwillingszahlen auf der Uhrzeit zum Beispiel oder dergleichen.
Du kommst nicht dran vorbei. Es ist so, als würde dir das Universum diese Zeichen einfach mal hier mit dem Baseballschläger drüber ziehen. Ja, so, also richtig krass ausgedrückt. Ja, so sieht's aus, so fühlt sich's an. Und das ist diesem gegenüber bewusst. Und da checkt er hier jetzt erstmal so, boah, scheiße. Da ist wohl doch mehr, als ich dachte, ja, ich meine, als ich dachte, um Gottes Willen. Wir sprechen hier über eine Seelenverbindung von Herz zu Herz. Aber doch sind die Gegenüberlines natürlich gerne mal verhaftet in ihren eigenen Gedankengängen, in ihren Gedankenkonstrukten. Natürlich nicht nur die Gegenüberlines, ja, also jeder hat so diese Dinge. Gibt es hierzu noch was zur Gedankenebene? Nope. Gehen wir weiter auf die emotionale Ebene. Okay, also Gedankenebene, hier kommt was ins Bewusstsein. Hier denkt er über einen Neuanfang nach mit dir, beziehungsweise, ich muss doch nochmal kurz zurück auf die Gedankenebene. Ihr Lieben, Neuanfang. Das hört sich jetzt gut an für jemanden, der jetzt irgendwie, oder für Pärchen in Trennung oder sowas. Ja, das heißt, hier kommt jemand zurück oder hier gibt es eine neue Chance, eine neue Möglichkeit für euch zueinander zu finden. Das gilt jetzt auch innerhalb einer laufenden Partnerschaft, innerhalb einer bestehenden Partnerschaft, wo es vielleicht eine emotionale Distanz gab. Da ist es jetzt so, dass hier wieder gewisse Dinge entfachen, gewisse Gedanken auch im Bewusstsein. So, warum habe ich mich überhaupt auf dich eingelassen? Was war der Ursprung? Was war der Grund? Ja, ich meine, sagen wir mal, ihr seid, keine Ahnung, ein paar Jährchen schon zusammen. Und irgendwie kam vielleicht der Punkt, wo er sich dann nur auf deine Fehler und Macken und Ecken und Kanten konzentriert hat und überhaupt nicht mehr realisiert hat, warum ihr überhaupt zusammen seid, warum er überhaupt dich gewählt hat oder warum ihr euch gegenseitig gewählt habt, ja, in dieser Partnerschaft. Und das ist quasi hier auch dieser Neuanfang, dieses Erwachen, dass hier quasi diese alten Gedanken in Verbindung mit Emotionen für dich, zu dir, wieder entfachen und er wieder checkt, aha, so ein ganz heftiger Klickmoment bei den einen oder anderen. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich auf die emotionale Ebene. Und auch hier, ihr Lieben, auch hier, also nur mal so noch mal kurz zum Zeigen, Gedankenebene, der Frühling für das Erwachen. Auf der emotionalen Ebene haben wir tatsächlich diese Erwachensenergie im Inneren, in den Emotionen, innerhalb der Gefühle. Was bedeutet das? Es sind gewisse Dinge im Alltag, die geschehen, ja? Gewisse Dinge im Alltag, gewisse Einflüsse im Außen, gewisse Einflüsse im Innen, ja, von irgendwelchen alten Themen, die triggern oder dergleichen. Dann kann es sein, dass man sich gerne mal verschließt, dass man vielleicht auch ja wirklich ganz bewusst der Überzeugung ist, dass er für dich nichts mehr fühlt, dass da keine Gefühle mehr sind, dass hier keine Gefühle mehr sind, die jetzt für eine Partnerschaft ausreichen oder dergleichen. Also, wo man eigentlich schon weiß im Innersten und spürt, natürlich, da ist was, da sind Gefühle, das ist Liebe. Aber es ist so unterdrückt, es ist so eingekastelt, dass man das gar nicht mehr zum Greifen bekommt. Das sind dann auch die meisten Situationen, wo dann Gegenüberlein die Koffer packt und sich zurückzieht, abhaut oder sonst irgendwas oder hier lauthals rumschreit so, ja, was soll ich machen, ich liebe dich nicht mehr oder sonst irgendwas. Ja, also, ihr Lieben, habe ich mir jetzt gerade aus den Fingern gesaugt, okay? Genau. Und an dieser Stelle seines Erwachens kommt er natürlich wieder an eine gewisse Weggabelung. Auf seinem Weg in seinem Leben, an gewisse Kreuzungen. Das ist eine Art Reset
sage ich jetzt mal, auf der emotionalen Ebene, wo er wieder neu wählen kann, in welche Richtung es geht, wo er wieder neue Entscheidungen treffen kann. Okay, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dann wird es so und so ausgehen. Wenn ich jetzt diesen Weg wähle, dann kann es sein, dass ich wieder in alte Muster verfalle. Wenn ich in diese Richtung gehe, das ist vielleicht der Weg der Transformation, also der Transformation von all den alten Mustern und Verhaltensweisen. Und das ist der Punkt, wo er jetzt quasi landet auf der emotionalen Ebene, dieser Reset, der auch unheimlich wichtig ist, um überhaupt auch zu erkennen, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen und was kann ich mit in die Zukunft nehmen, was kann ich da umändern, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, was kann ich vielleicht intensiver wahrnehmen und fühlen. Das ist der Verlust auf seiner emotionalen Ebene von allem, von allen alten Energien, von allen alten Verhaltensmustern und Glaubenssätzen. Ja, okay, gut. Nee, Moment, ich habe es ein bisschen falsch ausgedrückt, weil das würde ja heißen, dass hier dieser Mensch an dieser Stelle vollkommen erwacht und alles Schwere und Negative hinter sich lässt, alles aufgearbeitet hat, alle Glaubenssätze abgearbeitet hat, transformiert hat und. Ja, kann natürlich sein bei dem einen oder anderen, um Gottes Willen, da will ich nicht gegensprechen. Aber jetzt speziell in Bezug auf dich sind hier wirklich gewisse Dinge, die wegfallen, gewisse negative Energien, die einfach wegfallen, gewisse Bilder oder das Versperren der eigenen Gefühle dir gegenüber, was hier einfach wieder in den Neuanfang, in das Erwachen gehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Noch eine wichtige Energie hierbei ist der Kontakt zu dir bzw. zu anderen Vertrauenspersonen. Also, das heißt, dein Gegenüber schafft es durch diese Energie oder diesen Zustand nicht ganz alleine. Er braucht Unterstützung, entweder von dir, je nachdem, wie ihr aktuell zueinander steht, oder eben von anderen Bezugspersonen, Vertrauenspersonen in seinem Leben. Das ist eine Sache, die erfordert Zusammenarbeit. Nur innerhalb dieser Zusammenarbeit kann hier Wachstum entstehen. Denn was passiert, wenn er das alleine in Angriff nimmt? Oder was kann passieren, ihr Lieben? Wir haben ja auch bei den Gegenüberlines jetzt verschiedene starke Personen oder verschiedene Ego-Themen, Ängste und Zweifel mit drin. Also es könnte hier natürlich passieren, wenn das Gegenüber sich alleine in diese Situation oder sich alleine dieser Situation stellt, dass hier doch gewisse alte Muster, alte Ängste, alte Zweifel aufkeimen und dieses Gegenüber wieder in eine Art Pause, Rückzug oder Blockade reinwirft. Oder er macht es ja selbst, ja, es kommt ja nicht von irgendwoher. Deswegen ist es hier ganz wichtig, in Kontakt mit jemandem zu sein. Aber selbst wenn ihr gerade ohne Kontakt seid oder in einer gewissen Form von Distanz, ist ja trotzdem die Verbindung bestehend. Das heißt, auf energetischer Ebene arbeitet ihr trotzdem zusammen, quasi du arbeitest hier mit. Bitte aufpassen, nachdem ich das jetzt gesagt habe, nicht hier anfangen, irgendwas bewusst reinzubringen oder bewusst zu manipulieren oder in eine gewisse Richtung zu drängen oder zu formen. Das funktioniert hierbei nicht. Ja, das wäre natürlich dann in diesem Falle Manipulation. Genau, das war's für die emotionale Ebene. Gehen wir weiter auf die Handlungsebene. Wir haben gerade davon gesprochen, so von diesen alten Mustern und so. Und gewisse Dinge, gewisse Ängste und gewisse Zweifel
die triggern hier natürlich noch die Handlungsebene. Also in der Handlungsebene, wo es hier ganz klar ist, dass er hier in deine Richtung unterwegs ist, sitzt hier trotzdem noch die Angst, dass du dich abwendest. Die Angst, dass du ihn verletzt, beziehungsweise gehen wir nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit des Gegenübers. Hier gab es vielleicht Partnerschaften, hier gab es vielleicht Situationen, wo er einen gewissen Herzschmerz durchlebt hat. Haben wir auch gehabt, ja, also bei jedem Menschen. Aber in dieser aktuellen Situation ist hier so ein bisschen eine Leine oder eine Kette, die ihn zurückhält, wo die Angst einfach aufkeimt, so hey, wenn ich mich jetzt hier reingebe, wenn ich mich jetzt ganz auf dich einlasse, wirst du mich dann auch verletzen oder wirst du mich dann wieder verletzen? Ich meine, ich sage auch gerne oft in den Videos, wir können uns nicht schützen vor einer erneuten Verletzung. Aber das darf auch kein Grund sein, dass wir uns verschließen und keine Gefühle mehr zulassen. Ja, also deswegen sollten wir trotzdem offen sein für das Leben und für die kommenden Erfahrungen. Weiß jetzt gegenüberlein höchstwahrscheinlich nicht. Das ist das Blöde an der Geschichte. Aber dafür bist ja du da, dafür ist deine Energie da und außerdem ist das Universum, sitzt ihm ja auch noch im Nacken und unterstützt hier mit den Zeichen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja? Also, so einfach kommt er hier nicht davon. Aber gehen wir weiter auf der Handlungsebene. Er möchte hier Ja sagen. Er möchte hier Ja sagen zu dir und für eine neue Richtung. Weil die drei Karten hier, die muss ich euch zeigen, das ist hammermäßig. Weil ich habe ja ganz klar gefragt, was hat er vor in Bezug auf dich? Was sind seine nächsten Schritte in deine Richtung? Schau mal, was hier fällt. Soulmate, das Commitment und die New Directions. Also, wenn das nicht bedeutet, ich packe meine Koffer, sprinte zu dir, nimm dich in die Arme und dann ist alles gut. Ja? Wenn das alles so einfach wäre. Oh mein Gott, wenn das so einfach wäre, dann wäre es gar nicht notwendig, dass hier irgendwelche Kartentanten und Kartenonkels hier Orakel diesbezüglich legen. Ne? Natürlich, das Leben ist nicht so einfach, wie man es gerne hätte, aber wir schaffen es trotzdem immer wieder. Also zurück zum Thema, ihr Lieben. Ich bin schon wieder abgeschweift. Das ist das Erkennen auf der Handlungsebene bzw. auf der materiellen Ebene. Ja? Dieses Erkennen dieser Seelenverbindung. Das ist hier also nicht nur so im Kopf, wo es Klick macht, oder auf der emotionalen Ebene, wo diese Gefühle sich wieder entfachen, wo das Feuer wieder anfängt zu lodern. Nein, das ist auch dieses Wissen auf dieser materiellen Ebene. Ich möchte zu dir. Ich möchte, dass wir zusammen sind, dass wir zusammenziehen, dass wir uns öfter sehen oder je nachdem, ja, ihr Lieben. Guckt bitte, wie es auf eure aktuelle Situation zutrifft. Also ob ihr jetzt schon in einer Partnerschaft seid, ob ihr schon zusammen wohnt, zusammen lebt, ob ihr, keine Ahnung, in unterschiedlichen Ländern oder Kontinenten lebt und hier gerade eine Möglichkeit sucht, zusammenzufinden, bei ihm, bei dir oder sonst irgendwie. Okay, spürt euch da bitte rein. Auf jeden Fall geht es hier in eine feste Zusage, ein Commitment. Er willigt ein, für dich da zu sein und zu dir zu stehen. Und zwar nicht auf dem Weg, den ihr bis jetzt gegangen seid, weil der einfach kacke war, okay? Ja, so in all diesen negativen Energien, Einflüssen, sonstiges. Nee, er möchte hier in eine neue Richtung mit dir gehen. Einen Neuanfang starten. Er und du gemeinsam. Er stellt sich hier quasi, das muss ich euch auch noch zeigen,
Mega. Er stellt sich hier quasi ganz klar gegen das Alte. Er sagt hier ganz klar, nein, das, was war, wie es gelaufen ist, das funktioniert so nicht, das können wir so nicht weitermachen. Ich stelle mich gegen sämtliche Einflüsse und entscheide für mich und entscheide für dich, wie es weitergeht. Also jetzt in Bezug auf diese Verbindung, du hast natürlich trotzdem noch Mitspracherecht, ja, also nicht falsch verstehen. Puh. Dazu muss ich natürlich noch sagen, wenn du dir gerade nicht sicher bist, ob diese Legung jetzt für dich bestimmt ist, kann ich hier noch den Hinweis geben. Es gab bei euch eine gravierende Trennung, eine gravierende Spaltung, egal jetzt ob auf emotionaler Ebene oder auf realer Ebene. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hat sich irgendwo irgendwie gegen dich entschieden. Ja, das ist jetzt die Vorgeschichte. Und ihr wart an einem Punkt der Blockade, der Stagnation, wo einfach nichts mehr weiterging und wo du, egal was du probiert hast, um diese Verbindung zu halten, um diese Verbindung weiterhin zu nähren, es hat nichts funktioniert. Das ist der Punkt eurer Vergangenheit, wo für dich vielleicht noch klarer ist, ob du hier Teil davon bist oder nicht. Jetzt habe ich natürlich noch die Liebesbotschaften dazu gezogen und habe zwei Hardcore-Karten bekommen. Und zwar zum einen auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Also diese Verbindung, die auf ewig währt, inklusive der Erkenntnis, was passiert ist, was kommen mag, welche Dinge überhaupt nicht mehr gehen und welche Dinge unbedingt für die Zukunft genährt werden wollen, dürfen, sollen, müssen. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Und bevor wir jetzt gleich zur letzten Karte kommen, spür bitte an dieser Stelle nochmal nach. Also wenn du hier Teil dieser Legung bist, wenn du damit mit diesem Orakel resonierst, spür bitte nochmal nach, was war in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, was war da in dir los? Wo vielleicht alles im Außen anders ausgeschaut hat, wo vielleicht die Trennung stattgefunden hat, wo jeder dir vielleicht gesagt hat, hey, das wird nichts mehr zwischen dir und diesem Menschen, das ist doch offensichtlich. Und wo du trotzdem gewusst hast, nein, ich kenne die Wahrheit, weil ich spüre nämlich meine Emotionen, ich habe meine Wahrnehmung in Bezug auf mich, und die Wahrnehmung in Bezug auf mein Gegenüber und unsere gemeinsame Seelenverbindung. Spür da mal nach. So, das Beste zum Schluss heißt es, oder? Die Karte Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Nein, hier wird nicht mehr hinterfragt. Hier wird nicht mehr hinterfragt, sondern er ist sich jetzt sicher und er willigt ein, diesen Weg zu beschreiten. Ihr Lieben, ich komme gern zu eurer Hochzeit, aber bitte teilt es ein bisschen übers Jahr auf, weil so viel Kuchen an einem Wochenende. Okay, ihr Lieben, eine wundervolle Botschaft. Ich sage wieder herzlichen Dank fürs Mitdabeisein. Bis zum nächsten Mal.